Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein Video für alle, die noch damit hadern, dass ihr Heilungsweg aus der Depression so lange dauert und sie nur im Zickzack laufen und immer wieder Rückschritte machen und anscheinend nie richtig ankommen. Und für euch habe ich heute einen wunderschönen Spruch mitgebracht, nämlich: Der Weg macht dich groß, nicht das Ziel. Herzlich willkommen beim Seelenklopfen. Der Weg macht dich groß und nicht das Ziel. Das ist ein Spruch, den du dir immer wieder sagen darfst, wenn du das Gefühl hast, du kommst einfach nicht weiter auf deinem Weg. Du trittst auf der Stelle oder du läufst im Zickzack, du läufst von Pontius zu Pilatus, du gehst hier zum Therapeuten und da in die Klinik und da zu einem Heilpraktiker und hast alles schon ausprobiert und es scheint nichts zu funktionieren. Und dann probierst du noch dies aus und das und keiner kann dir so richtig helfen. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Wenn man feststellt, der Weg raus aus der Depression, der verläuft nicht so, zack, und dann bist du draußen, sondern der verläuft so. So, und wenn du aber auf diesem Weg bleibst und dran bleibst, dann kommst du da wieder raus. Und das Entscheidende ist, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Ja? Also ich habe lange, lange Zeit damit gehadert, dass ich das Gefühl hatte, dieser Weg ist so anstrengend, weil ich ständig Rückschläge habe, weil ich ständig Dinge ausprobiere, die dann einfach nicht stimmen. Dann war ich bei einem Arzt, der mir dies erzählt hat und das, ich hätte hier Vitaminmangel und da hätte ich 150.000 Allergien. Dann habe ich das probiert und es hat auch nichts gebracht und dachte, Mann, blöd, und habe ich mir wieder die Zeit, hätte ich mir doch sparen können und das Geld hätte ich mir doch sparen können für die vielen Heilpraktiker, bei denen ich war. Und die mir irgendwelche Sachen aufdrücken wollten, die mir dann wieder nicht funktioniert haben und so. Und letzten Endes, also wenn du gerade in der Situation drin bist, dann sage ich dir das. Weil ich bin diesen Weg gegangen und ich bin da wieder raus. Und jetzt im Nachhinein kann ich rückblickend genau erkennen, dass dieser Weg genau richtig war, so wie er war. Keine einzige Sekunde war verschwendet dieses Weges, kein einziger Euro, den ich in irgendwelche Heilpraktiker oder sowas oder Coaches oder so investiert habe, keiner davon war verschwendet. Weil ich habe mir auf diesem langen Weg ein so enormes Wissen angeeignet. Nicht nur Wissen, sondern auch, ja, ist ein blödes Wort, aber eine gewisse Weisheit. Also ich habe so, so viel verstanden vom Leben, dadurch, dass ich diesen langen Zickzack-Weg gegangen bin. Und wenn ich da sofort schnipp wieder rausgekommen wäre, hätte ich ja keine Notwendigkeit mehr gehabt, weiter zu suchen und weiter zu forschen, weiter in mich zu gehen. Wer bin ich eigentlich? Was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Und immer, immer wieder diese großen Fragen des Lebens zu stellen. Und du kannst davon ausgehen, dass niemand, bei dem du vielleicht schon warst, wo du dir Hilfe suchen wolltest, dass niemand irgendwie sinnlos oder umsonst war, weil jeder Mensch, der dir begegnet, der hat irgendeine Kleinigkeit für dich und deinen Weg. Auch wenn du das vielleicht am Anfang noch nicht siehst. Auch wenn du vielleicht die Erwartungshaltung hast, dass der jetzt zack den großen Durchbruch bringen muss. Es geht darum, jede Kleinigkeit zu sehen und wertzuschätzen. Und vielleicht hast du auch schon mal das Buch gelesen, Die Prophezeiungen von Celestine. Kann ich dir sehr empfehlen. Das ist ein spiritueller Roman, der in eine Abenteuergeschichte verpackt ist sozusagen. Und eine dieser Prophezeiungen ist eben, dass jeder Mensch, der dir begegnet in deinem Leben, immer irgendwas für dich hat, irgendein Geschenk, irgendeine Botschaft. Und das betrifft nicht nur die Menschen, die dir wohlgesonnen sind oder die du magst, sondern auch andere Menschen, nämlich deine Arschengel. Da mache ich auch nochmal ein einzelnes Video drüber, die Arschengel. Kannst du mal googeln, Arschengel von Robert Betz, dann weißt du, was ein Arschengel ist. Auch die haben eine Botschaft für dich. Ja, also wenn jemand wirklich ein totaler Halsabschneider war zum Beispiel und hat dir viel Geld dafür abgeknöpft, dass er dir nicht geholfen hat, dann kannst du davon ausgehen, dass er dir auf einer bestimmten Ebene doch geholfen hat. Jeder, bei dem du warst, hat dir geholfen. Jede Methode, die du ausprobiert hast, hat dich in irgendeiner Form weitergebracht. Ja? Also das ist ein enormes Wachstum, es ist ein Wachstumsprozess, bei dem du ganz viel lernst über dich und über das Leben und am Ende bist du so um Horizonte größer als vorher, wenn du diesen Weg gehst. Deswegen dieser Spruch, der Weg macht dich groß, nicht das Ziel. Und das betrifft nicht nur den Weg raus aus der Depression, sondern das ist bei allem.
Also wenn du, keine Ahnung, auf deinen beruflichen Werdegang oder irgend sowas. Es ist ganz normal, dass man sich langsam und Schritt für Schritt weiterentwickelt und dass man auf diesem Weg nicht immer nur geradeaus geht steil berg oben, sondern man guckt nochmal hier und da sammelt man noch eine Information ein und da noch eine Erfahrung. Und irgendwann hat man so einen riesigen, wertvollen Erfahrungsschatz. Gerade die Herausforderungen. Es sind gerade die Herausforderungen, die uns groß machen. Also ich kenne viele Menschen, die riesige Lebenskrisen hatten und die überwunden haben und die jetzt eine so gigantisch größere Lebensqualität haben als vorher. Das geht mir genauso. Ich bin so dankbar für meine Depression. Kann ich ja heute sagen. Ne? Währenddessen hat es sich natürlich scheiße angefühlt, klar. Aber heute weiß ich das, wie viel es meinen Horizont erweitert hat und wie viel Lebensfreude ich gelernt habe durch diesen Weg. Und es war alles genau richtig so. Von einer höher gelegenen Ebene aus betrachtet, ist jeder Moment unseres Lebens perfekt, so wie er ist. Alles, was diesen Moment nicht perfekt macht, sind unsere Bewertungen hier drin. Das darf passieren, das darf nicht passieren, so soll das sein, so soll das nicht sein. Nee. Wenn du das alles weglässt, dann verstehst du, was ich meine mit diesem Satz. Jeder Augenblick meines Lebens ist perfekt, so wie er ist, weil er hält immer ein Geschenk für dich bereit. Und er bringt dich in irgendeiner Form weiter. Also es ist der Weg, der dich gesund macht. Es ist nicht das Ziel. Das Ziel ist es nebenbei. Ist auch schön. Aber gerade bei einer Depression, das ist so ein langwieriger Weg. Da kommt gar nicht eines Tages der Tag, wo du sagst, zack, und jetzt bin ich draußen. Es kommt langsam. Es kommt nach und nach. Ja? Also gräm dich nicht, wenn du einen langen, anstrengenden Weg vor dir hast. Er wird dich auf ein viel höheres Level bringen, als du jetzt gerade bist. Und deswegen halt gut durch, hol dir professionelle Hilfe, ganz wichtig. Geh diesen Weg nicht alleine, das ist echt schwierig. Du darfst das Video gerne liken und meinen Kanal abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Und wenn du mit mir arbeiten möchtest, schau dich auf meiner Website um unter www.seelenklopfen.de. Da kriegst du alle Infos und kannst einfach online mal einen Termin bei mir buchen in einer unverbindlichen Sitzung. Und vielleicht, wir gucken mal, vielleicht kann ich dir helfen. Bis dann, macht's gut, Leute. Ciao.